Hey Leute, ich bin's David vom Schießstand und wir haben uns ja Ende letzten Jahres mit dem PGY-TEC OneGo Rucksack beschäftigt. Im Video dazu haben wir übrigens drei Paar von denen hier verlost. Das sind die PGY-TEC Photography Gloves, also Fotografiehandschuhe. Und übrigens hat einer der Gewinner sich immer noch nicht bei uns gemeldet und deshalb bekommt nun jemand anders die Chance. Und was ihr dazu tun müsst, ein Paar davon zu gewinnen, das erfahrt ihr am Ende dieses Videos. Und naja, ich habe mir dann gedacht, ein Review dazu wäre sicher auch für viele von euch super interessant. Und hab mal zwei Paar für so einen Test besorgt. Ein Paar für Micha, ein Paar für mich. Also wenn ihr wissen wollt, was die Handschuhe taugen, dann bleibt dran und film ab. Was müssen perfekte Fotohandschuhe für mich können? Also erstmal müssen sie möglichst warm sein, selbst wenn es richtig friert. Dann wäre es super, wenn man trotzdem irgendwie noch Gefühl im Handschuh hätte, um Räder und Knöpfe der Kamera bedienen zu können. Und Touch-Funktionalität wäre natürlich auch mega praktisch, zum Beispiel für Smartphone oder für die Kamerabildschirmbedienung. Und dann sollten sie vielleicht auch nicht ganz so scheiße aussehen, oder? Und ich hatte auch schon Fotohandschuhe, nämlich die hier. Die hat meine Frau mir vor 2 Jahren geschenkt von der Marke Martin. Kostenpunkt ca. 40 Euro. Übrigens die gleiche Marke, die diese geilen Sensorreinigungs-Gel-Sticks herstellt. Die Handschuhe waren auch ganz gut und sehen schick aus, haben aber 2 Punkte nicht erfüllt. Denn sie sind nicht besonders warm bei richtiger Kälte und leider nicht touchfähig. Zwar ließen sich die Fingerkuppen dafür auch umklappen, aber manchmal wäre es echt ziemlich praktisch, wenn man das eben nicht jedes Mal machen müsste. Ja, David, sind die Wetterbedingungen optimal zum Fliegen? Oh, Alter, ich friere wie Sau. Meine Finger. Ja, die Drohne hat sich auch schon beschwert, dass bei Temperaturen unter 15 Grad die Akkuleistung nachlässt. Also ganz gut, ganz schick, aber eben nicht perfekt. Und genau da kommen die PGY-TEC Handschuhe ins Spiel. Die kosten ebenfalls ca. 40 Euro, sind wärmer und beim Umklappen der Fingerkuppen kann man die Fingerkuppen sogar noch per Druckknopf so befestigen, dass sie eben nicht sinnlos nach hinten stehen. Und noch dazu kommt der mega Vorteil der Touchfähigkeit auch mit verdeckten Fingerkuppen. Also ich kann damit mein Smartphone bedienen, entsperren, einen Anruf annehmen, die Kamera-App starten, ein Foto machen und so weiter und so fort. Texte schreiben sollte man damit vielleicht nicht unbedingt, aber für die essentiellen Funktionen reicht es auch. Und es ist eben mit modernen Kameras auch ziemlich praktisch zum Fokussieren, wenn auch manchmal etwas fummelig und ich dafür dann doch lieber die Fingerkuppe umklappen würde. Die Handschuhe sind schwarz mit grauer Akzentfarbe. Und noch ein großer Vorteil ist die Innenfläche. Bei den Martin-Handschuhen war die zwar mit Noppen für mehr Griffigkeit gummiert, aber im Prinzip trotzdem aus saugfähigem Material, was für eine Schneeballschlacht oder das Schneemannbauen mit den Kindern eher unpraktisch war. Die PGY-TEC Handschuhe hier haben eine Innenfläche aus Gummi. Nicht so dick, dass man die Hand nicht bewegen kann, aber genau so, dass die Innenfläche eben nicht saugfähig für Wasser und Schnee ist. Und noch dazu, wie gesagt, deutlich wärmer und besser gefüttert, wohl auch durch die Verwendung des bekannten 3M Tinsulate Materials. Und in der Praxis sind mir jetzt nach 3 Wochen Fotografieren und Spielen im Schnee noch keine Nachteile der Handschuhe aufgefallen. Einzig, dass die Handschuhe schwarz sind, sorgt manchmal für Irritationen des Augensensors, wenn man irgendwas mit den Handschuhen auf dem Display macht und dann eben der Sucher angeht, weil der denkt, jetzt kommt die Kamera ans Auge und ich brauche jetzt den Sucher. Mit nackter Hand passiert das eben nicht, aber ist auch halb so wild. Die Fingerkuppen sind schnell freigelegt und dadurch, dass der Handschuh insgesamt wärmer hält, frieren die Fingerkuppen auch deutlich weniger als in anderen Handschuhen vorher. Und selbst bei minus 7 Grad haben die Handschuhe gut warm gehalten und auch die Fingerkuppen haben selbst freigelegt nicht gefroren. Das Anknöpfen der wieder zurückgeklappten Fingerkuppen hat mir dabei auch sehr gut gefallen, da sie so deutlich weniger im Weg sind, als wenn sie eben nicht angeknöpft sind. In der Praxis schlagen sich die Handschuhe also für mich sehr gut. Sie erfüllen für mich persönlich alles, was ein Handschuh erfüllen muss, mit dem man eben vor allem fotografieren kann. Denn ständig die Handschuhe ausziehen ist auf Dauer echt lästig und keine praxistaugliche Alternative. Und die PGY-TEC Photography Handschuhe, also Fotografie Handschuhe, sind durch ihre Eigenschaften natürlich auch nicht nur für Hardcore-Fotografen geeignet, die im tiefsten Winter auf Fotojagd gehen, sondern wie bei mir auch für jeden Familienvater, der auf Ausflügen im Schnee gerne mal die Kamera zückt. Bleibt natürlich noch die Frage, welche Größe es denn dann sein soll. Denn die Handschuhe gibt es nicht in einer One-Size, sondern in M, L und XL. Mir passt die L wie angegossen. Mein Zeigefinger und Ringfinger an der rechten Hand sind ca. 8 cm lang, der Mittelfinger 9,5 cm und der kleine Finger 7 cm. Nur um euch so einen etwaigen Richtwert zu geben, vielleicht mal ein Lineal an eure eigenen Finger anlegen, um zu wissen, welcher Handschuh euch dann passen würde. Größer dürften meine Hände aber für die L nicht sein.
Micha hat etwas kleinere Hände als ich, die M war ihm aber leider zu klein. Im Zweifel also vermutlich lieber zu groß kaufen. Und wo kann man sie nun kaufen? Naja, von der Verfügbarkeit am sichersten ist es wahrscheinlich bei pgytech.com selbst. Dort dauert der Versand aber etwas länger. Ansonsten habe ich ein paar Angebote auf eBay gefunden und bei Mediamarkt und Saturn gibt es die unter Umständen auch, zumindest im Onlineshop. Und auch Amazon führt die Handschuhe natürlich, aber dort ist es mit der Verfügbarkeit nicht ganz so gut. Und die verschiedenen Angebote sind etwas verwirrend. Trotzdem findet ihr alle Links zu den Handschuhen unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr über diese Links einkauft, unterstützt ihr damit kostenlos unseren Kanal und sorgt damit dafür, dass wir weiterhin solche Videos machen können. Und jetzt kommen wir noch dazu, wie ihr ein paar dieser Handschuhe gewinnen könnt, nämlich einfach durch einen Kommentar unter diesem Video. Das läuft dann 7 Tage lang und nach 7 Tagen ziehe ich einen Gewinner und der bekommt dann ein paar dieser Handschuhe in der Größe seiner Wahl von pgytech zugeschickt. Wäre dafür auch ziemlich gut, wenn ihr dann auch mal guckt, ob ihr irgendwo eine Benachrichtigung habt, dass euch Schießstand auf einen Kommentar geantwortet hat. Denn das war jetzt beim letzten Video das Problem. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns ein Like und euer Abo da. Schaut auch gerne mal bei Instagram bei uns vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.